Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, es sind viele Investitionen in die Infrastruktur unserer Energieversorgung notwendig. Die Energieversorgung wird zukünftig dezentraler, sie wird vielfältiger, es gibt mehr Akteure, und das ist gut so. Aber diese Akteure brauchen Orientierung und Planungssicherheit. Sie wollen sehr viel Geld in die Hand nehmen, um die Energieinfrastruktur zu modernisieren. Das sind Investitionen, die für lange Zeiträume getätigt werden. Bei der Erdgasinfrastruktur zum Beispiel spricht man von Investitionszyklen über 40 Jahren. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, vorher zu entscheiden, welche Rolle das Erdgasnetz in Zukunft haben wird. Schon eine Planungssicherheit, solch eine Planungssicherheit müsste die Bundesregierung geben durch Klarheit in den Zielen, die sie wirklich gemeinsam, und damit meine ich mit allen Ressorts, gemeinsam auch erreichen will. Das Klimaschutzabkommen von Paris verlangt noch mehr Anstrengungen als bisher. Doch Sie, Herr Gabriel, Sie verweigern eine konsequente Klimaschutzpolitik. Oder warum sonst sind Sie erneut vor der Kohlelobby eingeknickt und haben den Klimaschutzplan Ihrer Kollegin Hendricks bis zur Unkenntlichkeit zerfleddert? Sie haben eben gesagt, die Arbeitsplätze sind Ihnen wichtig. Ich glaube, die sind Ihrer Parteikollegin Hendricks ebenfalls äußerst wichtig. Und deswegen verschließt Ihre Kollegin Hendricks eben nicht ihre Augen davor, dass die Welt sich verändert. Letztes Jahr gab es mehr Investitionen in erneuerbare Energien als in fossile Energien. Ganz viele Unternehmen ziehen Geld raus aus den fossilen Energieträgern. Das nennt man Divestment, Rockefeller, Allianz-Konzern und viele andere. Damit verändern sie die Energieversorgung, damit verändern sie, wo Geldflüsse hinströmen. Und ja, genau dafür muss man Konzepte erarbeiten für den Strukturwandel, für eine moderne Industriepolitik und das auch arbeitsmarktpolitisch begleiten. Aber einfach darauf zu hoffen, dass wir noch jahrzehntelang Zeit hätten, weil Sie sich das so wünschen, das geht nicht. Zur Planungssicherheit für Investitionen gehört dann auch eine Konsistenz von verlässlichen energiepolitischen Rahmenbedingungen. Dazu gehört zum Beispiel ein Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, das die richtigen Investitionen anreizt. Leider haben Sie auch dieses Thema nun wieder auf die lange Bank geschoben, nachdem 10 Monate bereits die Anträge rumlagen und Unternehmen Arbeitsplätze abbauen mussten und Investitionen abschreiben mussten. Erst in einem halben Jahr sollen die Details für die Ausschreibung von KWK-Anlagen von 1 bis 50 Megawatt vorliegen. Außerdem müsse die Bundesregierung mit ihrer Haushaltspolitik und ihren Förderprogrammen konsequent die richtigen Signale setzen. Aber diesmal verpassen sie schon wieder eine Chance, endlich die Energiewende in allen Bereichen beherzt anzupacken. Sie haben die wettbewerblichen Ausschreibungen für Energiesparmaßnahmen eingeführt. Aber Sie stellen im Haushalt viel zu wenig Mittel zur Verfügung. Und dann machen Sie die Regeln für diese wettbewerblichen Ausschreibungen auch noch so kompliziert, dass Unternehmen abgeschreckt werden und das Ergebnis dann so aussieht. In der ersten Ausschreibungsrunde gab es gerade mal 18 Anträge. 18 Anträge. Das ist eine Ohrfeige für Ihr Ausschreibungsverfahren. Ihre Politik ist ebenso widersprüchlich, wenn es um den Umstieg auf Erneuerbare im Wärmesektor geht. Es nützt doch zum Beispiel nichts, wenn Sie den Leuten einen roten Aufkleber auf die alte Heizung packen und gleichzeitig das Heizöl niedriger besteuern als in fast jedem anderen EU-Land. Damit benachteiligen Sie im Übrigen auch die Erdgasindustrie. Wo soll da der Impuls herkommen, die ineffiziente alte Ölheizung durch erneuerbare Energien zu ersetzen? Und damit nicht genug. Sie halten sogar an Fehlanreizen fest. Wenn die alte Ölheizung dann mal kaputt geht, kriegt man für den Einbau einer neuen Ölheizung auch noch Steuergelder über die KfW. Wer jetzt noch fossile Heizungen fördert, der zementiert klimaschädliche Strukturen für die nächsten 20 bis 30 Jahre. Die Energiewende darf aber nicht im Heizungskeller stecken bleiben. Deswegen fordern wir, stecken Sie das Geld lieber in den Ausbau von erneuerbaren Heizungstechnologien, dann bewegt sich endlich mal was im Wärmemarkt. Mein letzter Punkt. Viele Menschen wollen mitmachen bei der Energiewende. Sie können aber nicht, weil ihnen die Gebäude, in denen sie wohnen, nicht gehören, weil sie den Strom, den sie nutzen, nicht selbst erzeugen können und weil sie die Gebäude, in denen sie leben, nicht selbst sanieren können. Hier muss die Bundesregierung endlich liefern. Sie, Herr Gabriel, haben es in der Hand, vernünftige Bedingungen für Mieterstrommodelle zu schaffen. Sie haben es in der Hand, die energetische Sanierung ganzer Quartiere
mit einem entsprechenden Förderprogramm voranzutreiben. Und Sie haben es in der Hand, mehr Möglichkeiten für die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Sanierung und dem Ausbau Erneuerbarer zu schaffen. Eine erfolgreiche Energiewende kann nur gelingen, wenn wir sie gemeinsam mit den Menschen gestalten. Also legen Sie endlich los. Legen Sie uns einen Haushaltsplan vor, der die Investition in die Dekarbonisierung unserer Energieversorgung klare Anreize setzt. Vielen Dank. Na, noch viel schneller wäre, glaube ich, unverständlich geworden. So haben unsere bewährten Schriftführerinnen und Schriftführer das im Protokoll sicher präzise erfasst. Und nun ist der Kollege Marc Hauptmann der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion.